Hey, ich bin immer der Sirax und herzlich willkommen zu einem weiteren wunderschönen Part. Ich denke, dass entweder dieser hier kürzer ausfällt und ein zweiter dieser Session nachfolgt. Ja. Eiswolf! Oh Gott, das ist... Und was ich sagen wollte, wenn wir schon hier dabei sind. Fick dich, Eiswolf. Scheiße. Das war gerade ein kleiner Schock. Oder dass dieser Part etwas länger wird, aber dafür kein weiterer Part dieser Session kommt. Diesbezüglich, weil ich gerade 90, waren es 90? Ja, 90 Gigabyte mit den letzten zwei Folgen hier verbrauchte. Natürlich die anderen Aufnahmen auch noch berücksichtigt werden sollten. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Ich mag es nicht so nah am Wolf zu sein. Ach komm schon, das wäre so ein richtiger Analshot gewesen. Der kommt wieder. Der kommt sehr bald wieder. Haha, Analshot. Alter. Aber ein richtig epischer. Mein Pfeil. Bitch. Es ist vollbracht. Komm, lass uns weiterziehen. So, ich hab, vor 2 Minuten angefangen ungefähr. Eisenschwert, ich weiß es nicht. Wir haben immer noch... Hallo. Also ja, wir haben ja... Wir haben so... Was will ich denn mit... Okay, es macht guten Schaden. Okay, egal. Das macht aber noch besseren Schaden. Ein Eiswolf, ich glaube, der tropft ein bisschen besser. Oder auch nicht. Wolfspelz. Komm schon. Wie geht's dir? Ich gebe euch Deckung. Na mal los. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht. Normalerweise wird mir das angezeigt. Aber egal. Okay, hier sind noch mehr Stufen. Oh, es geht auch noch wieder abwärts. Das wollte ich jetzt nicht. Ich habe eigentlich wieder so eine Fahne. Mit Speichern bitte. Ich denke, wir machen das bei jedem zweiten. Damit nicht so allzu oft gespeichert wird. Weil das ging eigentlich sogar recht in der Session. Das war machbar. Ja gut, ich habe nicht bei jeder Flagge gespeichert. Ja, Sapalot, hallo? Willst du mich verarschen? Ich weiß, dass die Fraps-Datei, dass die Fraps-Aufnahme ziemlich viel schluckt, aber dafür soll sie bitte ordentlich laufen. Ah. So, ein bisschen Gola. So, die läuft wieder einigermaßen glatt. Oh Gott, ey. Hi, Davidska. Hi, Davidska. So, für alle Süchtigen. Welche Stufe ist das hier, bitteschön? Okay, ich habe hier einen Grund zu speichern. Das sieht mir wieder ein bisschen gefährlich aus. Speichern, bitte. Ja, Enter. Da betet jemand. Bitte lass es nicht ein Böser sein, aber ich denke mal nicht. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrotka empfohlen. Ja, habe ich gemerkt. Seid vorsichtig mit dem Feuer. Mit welchem? Ich kann doch den Berg nicht abbrennen. Es schneit und... Hallo. Bis das überhaupt brennt, da muss ja... Muss ich mal... egal.
Ich befand mich gleich außerhalb von Ivarstadt, als es geschah. Es ist wirklich aufregend. So etwas ist seit Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Seit Jahrhunderten? Warte mal, wer zum Teufel seid ihr eigentlich? Eine einfache Pilgerin. Ich würde es gerne dabei belassen, wenn's recht ist. Okay, aber was, betet ihr oder was macht ihr hier? Ich wandle auf den Stufen. Ich meditiere über die Symbole. Ich unternehme diese Reise alle paar Jahre. Wie der letzte, okay. Also gut. Also gut. In der Tat. Das ist sehr interessant. Okay, ich würde mal sagen, ab dem Felsen speichern wir. Begründet. Ich habe so meine Gründe. Weil hier geht so langsam ein richtiger Wind. Schon krass, dass hier zwar ein paar Meter weiter, also ein Eiswolf. Eiswölfe sind ja nicht so angenehm. So. Ich würde mal sagen, hier bei dem Stein speichern wir. Weil ab jetzt. Wo sind wir eigentlich? Wir sind auf besten Weg, hier hoch zu klettern. Nach Hochrodgar und sprich mit den Graubärten. Also sprechen. Gebärdensprache zählt, glaube ich, nicht. Und bitte, bitte lass es nicht so sein, aber ich glaube, es ist. Lass dieses Vieh bitte verschwinden. Das ist ein Eistroll. Und ich habe mir nämlich von Bardock LP Skyrim-Suchti habe ich mir sagen lassen, dass er der Eistroll nicht so toll war. Toll wäre. Und sogar höher als das Mammut wäre. Ein bisschen höher. So ab Level 30 oder so. Und ich hatte mit meiner. Nein. Er hat uns gesehen! Lenk ihn ab! Aber vielleicht können wir ihn mit Pfeile. Der hat kaum Schaden bekommen. Lenk ihn einfach ab. Alter, wie viel Schaden der macht. Weg. Einfach bloß weg. Ich lasse dich hier nicht im Stich, aber doch irgendwie schon. Irgendwo hin, wo er nicht hin kann, aber das wird schwer. Oh Gott, epische Musik, aber Eistroll. Einfach weiter rennen. Okay, seine Lifebar ist verschwunden. Das heißt, er hat entweder das Interesse verloren oder unsere schöne Braut eliminiert. Ich will hier am liebsten noch höher. Ich seuch mir gleich in die Hose. Nein, das mache ich nicht. Ach, bitte, bitte lass dieses Vieh hier nicht rüberkommen. Okay, wir haben das einigermaßen besser gelöst. Solange das Vieh auf jeden Fall nicht nochmal auftaucht. Ich war mir gar nicht mehr sicher, ob da jetzt noch ein zweites auftaucht. Aber wir sollten mal auf unsere geliebte Dame hier warten. Und wenn der Eistroll natürlich auftaucht, dann haben wir hier ein Problem. Oh! Du. Also ich hätte auch gern so eine Überlebenskunst in Skyrim hier. Ich bin hier quasi weggelaufen. Die Frau ist tougher als ich. Vor allem dümmer als. Viel dümmer als ich. Also deren Intelligenzquotient ist irgendwo ganz da unten beim Arschloch.
Ja, Subi. Eine Speicherstelle, wunderschön. Bitte hier ein Foto machen. Herrlich. Bis auf das Abgehackte da hinten. Ich hab immer noch ein bisschen Schweiß an den Händen. Das ist krass, ey. Alter. Auf jeden Fall, kurz bevor wir da reingehen, sollten wir auf jeden Fall nochmal speichern. Und das mit der Fraps-Datei klar machen. Weil eventuell muss ich noch was löschen von meinem PC. Damit wir genug aufnehmen können. Für das hier. Huch, Rodger. Das war ein sehr kurzer Part. Ein sehr kurzer Part, es tut mir leid. Aber dann haut er rein. Ciao, ciao und auf Wiedersehen.